Ja, hallo aus unserer Aquaristik- und Teichabteilung. Heute sage ich ganz bewusst Teichabteilung, denn die Jahreszeit bietet sich ja dafür an, dass wir euch mal ein bisschen was über das Thema Teichfische erzählen. Und jetzt im Frühjahr, die Temperaturen werden wieder ein bisschen milder. Wollen wir auch gleich mit einem ganz, ganz wichtigen Thema für eure Tiere einsteigen. Und zwar soll es heute um die Ernährung von Teichfischen gehen. Ich habe euch da einige Produkte vorzustellen und will insgesamt ein bisschen was über die Physiologie der Tiere erzählen. Ja, starten wir doch gleich mal mit dem Thema Winter. Ne? Im Winter füttert ihr eure Fische in der Regel nicht, wenn es wirklich sehr kalt ist. Im Teich nur noch sehr geringe Temperaturen sind, da ist der Stoffwechsel eurer Tiere natürlich vollkommen zurückgefahren. Die Tiere befinden sich in der Regel am Grund eures Teichs und nehmen auch keine Nahrung mehr auf. Das heißt, Fütterung ist da total kontraindiziert. Ihr solltet auch kein Futter in den Teich schmeißen, das verdirbt und das wird maximal eure Wasserqualität beeinträchtigen und im Umkehrschluss natürlich auch euren Fischen schaden. Deshalb, sobald es wieder wärmer wird, ich empfehle immer so ab 8 Grad Celsius Wassertemperatur, beginnt man wieder langsam mit der Fütterung. Step by step tastet man sich dann portionsweise an die Fütterung ran, denn da fährt der Stoffwechsel der Tiere, eure Fische sind ja wechselwarm, wieder so langsam hoch. Dann ist es wichtig, diese Fische wieder so langsam an die Ernährung zu gewöhnen und mit Energie für die neue Teichsaison zu versorgen. Denn über den Winter ist das alles, was sich der Fisch natürlich auch als Reserve über das Jahr davor angelegt hat, relativ stark aufgebraucht. Und der Fisch braucht also neue Energie. Nun starten wir mal mit was leicht Verdaulichem. Da haben wir zum Beispiel von unserer Eigenmarke Pika Iba ein hochwertiges Teichfuttersortiment. Seht ihr auch hier im Hintergrund. Von Pika Iba ist einiges für euch da. Das ist zum Beispiel jetzt ein Weizenkeimfutter. Sowas könnt ihr sehr gut in der kühleren Jahreszeit im Frühjahr als Einstiegsfutter verwenden. Ich empfehle immer kleine Portionen zu verfüttern. Gerade bei Karpfenfischen sehr viele Fische. Die ihr im Teich haltet, sind Karpfenfische, ganz bekannt natürlich Koi und Goldfisch. Die haben keinen Magen, das heißt, ihr solltet eher kleinere Portionen verfüttern, keine Riesenmengen, sondern lieber über den Tag verteilt, kleine Mengen, dass der Fisch das schon aufnehmen kann, dass der Organismus nicht zu stark belastet wird und dass ihr auch nicht durch riesige Futtermengen, die ihr reinschmeißt, ein Sättigungsgefühl kennen diese Tiere meist auch nicht, dass ihr auch nicht euer Wasser zu stark beeinträchtigt. Wichtig ist natürlich auch, wenn ihr eure Fische füttert, dass ihr eine gute Filterung im Teich habt, dass natürlich auch die Stoffwechselprodukte entsprechend durch Nitrifikation abgebaut werden können. Über Filterung zeigen wir euch in einem anderen Video auch noch mal was. Dann werdet ihr richtig teichfit gemacht diese Saison von uns. Ja, das Weizenkeimfutter, wie gesagt, ein toller Einstieg ab 8 Grad Wassertemperatur. Könnt ihr mit solchen Produkten super gut arbeiten. Und da kommt noch was anderes Schönes angeflogen. Und zwar von Firma Sera. Da haben wir auch ein ganz großes Teichfuttersortiment für euch. Das ist jetzt das Frühjahr- und Herbstfutter. Das hat eine größere Körnung, also das würde ich tatsächlich eher für Koi nehmen. Zum Beispiel das Kika Iba-Sortiment mit der kleinen Körnung könnt ihr auch super gut zum Beispiel für eure Goldfische verwenden. Da habt ihr ein sehr hochwertiges Futter, das kann man gut machen. Das ist auch ein Futter, was ihr ab 8 Grad Celsius Wassertemperatur verwenden könnt. Auch eine super gute Sache. Wie gesagt, tastet euch mit kleinen Portionen ran. Wenn die Tiere noch nicht so weit sind, noch nicht so aktiv im Teich sind, nur kleine Portionen verfüttern, gegebenenfalls auch zweimal täglich füttern oder dreimal täglich wirklich kleine Mengen. Im Bedarfsfall kann sogar auch ein Futterautomat am Teich installiert werden, wenn ihr das zeitlich nicht abbilden könnt. Das ist dann halt wirklich schonend für eure Tiere. Aber tastet euch wirklich an die Portionsgröße ran. Es sollte nicht zu viel Futter bei euch im Teich noch auf der Oberfläche schwimmen oder gar absinken. Denn das beeinträchtigt eure Wasserqualität, gibt unter Umständen viel Phosphat. Und im Umkehrschluss habt ihr dann natürlich auch über die Teichsaison verteilt viel mit Fadenalgenwachstum zu tun. Und seid dann damit beschäftigt, die Bedingungen wieder im Umkehrschluss nochmal zu optimieren, um dann eben eure Algenprobleme wieder loszuwerden. Also erspart euch das gleich, betreibt auch bei der Fütterung so ein bisschen Algenprophylaxe und dann ist das alles überhaupt kein Thema. In Kombination mit anderen Futtersorten empfehle ich immer so ein All-Season-Futter. Das ist für Koi und Goldfische eine super schöne Sache, aus dem Grund, weil da nochmal probiotische Darmbakterien enthalten sind. Also ihr stärkt die Darmflora, das Mikrobiom eurer Fische, um eine bessere Futterverwertung zu erzielen. Dieses All-Season-Futter
könnte die ganze Saison über, wie der Name schon sagt, verwenden. Also kombiniert das ruhig mit anderen Futtersorten, zum Beispiel mit dem Frühjahr- und Herbstfutter von der Firma Sera, ne, oder mit dem Sommerfutter. Ne, das sind alles so Sachen, die könnt ihr super gut dann miteinander kombinieren. Könnt ihr auch mit den Kika-Iber-Produkten super gut machen. Das Sommerfutter sollte dann erst verwendet werden, wenn eure Fische tatsächlich vom Stoffwechsel her hochgefahren sind, wenn es richtig schön warm ist. Also um die 15 bis 20 Grad Wassertemperatur im Teich herrschen. Das ist eine gute Sache. Und da baut der Fisch auch richtig Energiereserven auf. Da ist der Stoffwechsel hochgefahren. Problematisch wird es erst wieder, wenn das Wasser zu warm wird. Da kann das nämlich ganz schnell auch sehr belastend für euren Teich sein. Der Sauerstoffgehalt eures Wassers ist zu gering. Da sollte man dann die Fütterungsmenge unter Umständen wieder halbieren. Achtet immer auf die Fütterungsempfehlung, auf den Futterverpackungen. Das gilt es halt auch immer zu beachten beim Füttern der Teichfische. Und guckt einfach, dass ihr da einen guten Weg findet und die Fütterung auch tatsächlich an die saisonalen Bedingungen vernünftig anpasst. Das werden eure Tiere euch dann mit Vitalität danken. Das ist zum Beispiel jetzt hier das Sommerfutter Koi Professional von Sera. Ein hochwertiges Futtermittel, das ihr wie gesagt super gut mit dem All Season dann kombinieren könnt. Und zur warmen Jahreszeit, da dürfen die Tiere auch gerne mal ein bisschen verwöhnt werden. Wie gesagt, Wassertemperatur beachten, wenn es zu warm ist, Sauerstoffgehalt im Teich niedrig, dann würde ich von sowas immer Abstand nehmen. Aber auch hier diese Knabberstangen, die machen richtig Spaß. Hält man einfach ins Wasser rein und dann kommen die Tiere und beißen da ab. Manchmal brauchen die ein bisschen, um sich an euch zu gewöhnen. Aber das ist schon eine coole Sache, wenn da so ein Koi kommt und richtig an dieser Stange da abbeißt und euch aus der Hand frisst. Andere Sache, zum Beispiel hier dieses Nature Trio von Kika Iber, unserer Eigenmarke. Da habt ihr zum Beispiel Seidenraupenpuppen mit dabei. Das ist ein sehr energiereiches Futter, das als Nahrungsergänzung dienen kann. Da ist ein hoher Fett- und Proteingehalt drin. Würde ich auch nur, wenn es wirklich warm ist, verfüttern und in Maßen. Aber kann man auch mal, um den Tieren so ein bisschen Abwechslung zu bieten, gut machen. Aber jetzt im Frühjahr ist das tatsächlich noch nichts. Da würde ich dann von diesen Seidenraupenpuppen und sowas dann eher etwas Abstand nehmen. Ihr habt verschiedene Fischarten im Teich, zum Beispiel eine Kombination aus verschiedenen Biotopfischen, Orphen, Goldfischen. Dann könnt ihr super gut von Sera mit dem Pond Mix Royal arbeiten. Das ist auch schon Futter der Nature-Reihe, also da wird auch Insektenmehl tatsächlich verwendet, ist nachhaltig gestaltet, das Produkt. Man hat dann einen gewissen Insektenmehlanteil und Fischmehl wird dafür etwas zurückgefahren. Also das ist eine schöne Sache und auch für die Umwelt nicht so sehr belastend. Das könnt ihr super gut verwenden für die Hauptsaison, wenn es richtig warm ist, um so einen bunten Mix an Teichfischen zu ernähren. So eine Kombination aus Biotop und Goldfischen, da ist das eine ideale Sorte. Auch da empfehle ich immer, sparsam zu füttern. Grundregel ist, was so in 3 Minuten um und bei aus dem Teich nicht weggefressen ist, ist zu viel Futter gewesen. Tastet euch daran, beobachtet die Tiere, schmeißt es nicht einfach nur rein und geht weg, sondern geht auf eure Tiere ein. Nehmen wir mal an, ihr habt nur Biotopfische im Teich, Bitterlinge, Stichlinge oder Gründlinge. Ja, dann könnt ihr super gut mit dem Pond Insect Nature arbeiten. Das ist ein ganz tolles Futter von Sera, das für Biotopfische bestens geeignet ist. Das wäre auch nochmal eine schöne Option. Und ich bin auch immer dafür, die Futtermittel so ein bisschen zu wechseln. Ihr wollt ja auch nicht jeden Tag das Gleiche essen. Nun gibt es ja auch Leute, die haben Großgebinde gekauft, sage ich mal. So einen riesengroßen Eimer Teichfutter und verwenden den jahrelang. Mindesthaltbarkeitsdatum ist unter Umständen schon überschritten. Die Tiere werden vielleicht nicht unbedingt krank von dem Futter, wenn das trocken gelagert wurde. Aber man muss einfach sagen, die Vitamine sind da raus. Gerade bei den Frühjahr- und Herbstfuttern ist es ganz, ganz wichtig, kauft lieber kleinere Verpackungen und dafür frisch. Dieses vermeintliche Sparen durch Großgebinde ist meiner Meinung nach Sparen am falschen Ende. Denn häufig ist es eben so, wenn die Packungen zu lange auf sind, eigentlich sollte im allerbesten Fall das Futter nach 6 Wochen verfüttert sein. Gut, Sera bietet da tolle Verpackungen, die auch wieder verschließbar sind. Also lasst auf gar keinen Fall das Futter irgendwo offen stehen in der Garage. Ich habe schon vieles gesehen, auch offene Futtersäcke, offene Futtereimer. Das zieht Feuchtigkeit, die Vitamine sind sofort raus. Lagert das Futter vor Sonneneinstrahlung geschützt, nicht zu warm, also auch kühl aufbewahren. Das ist auch immer ganz wichtig.
trocken aufbewahren, versteht sich eigentlich von selbst, damit euch das Futter nicht vorzeitig verdirbt. Und gerade die Vitamine, das ist das, was eure Fische auch gerade im Frühjahr und im Herbst brauchen, um das Immunsystem zu stärken und auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten beziehungsweise neue Energie nach der kalten Jahreszeit zu schöpfen. Deshalb früher Herbstfutter würde ich jede Saison neu kaufen, was da irgendwie lang über den Winter stand. Meistens keine gute Idee, mit offenen Verpackungen, die man da noch hat, dann zu arbeiten. Man kann, auch wenn das Futter doch schon ein bisschen länger als 6 Wochen steht, kann man das Futter mit Sicherheit noch mal ein bisschen mit Vitaminen anreichern. Da gibt es so Vitaminpräparate wie das Fischtamin von Sera. Das wird einfach auf das Futter drauf getropft und damit könnt ihr dann das Futter noch mal ein bisschen mit Vitaminen anreichern. Das ist dann gerade in dem Fall eine super Option oder auch gerade nach dem Winter eine schöne Sache, um die Fische einfach noch mal so ein bisschen zu pushen. Ganz wichtig ist, zügig verfüttern. Vitamine sind häufig lichtempfindlich und auch teilweise sauerstoffempfindlich. Deshalb kurz einwirken lassen und nach wenigen Minuten verfüttern. Lieber kleinere Portionen vorbereiten. Also nicht, zack, ich bereite mein ganzes Teichfutter morgens vor und verfüttere es über einen Tag. Hättet euch das mit dem Vitaminpräparat auch sparen können, dann bringt das nichts. Also guckt, dass er da wirklich dann auch bedarfsgerecht arbeitet, dass es euren Fischen auch wirklich was bringt. Hier habe ich jetzt noch mal ein Farbfutter. Das ist ein Spirulina-Farbfutter. Haben wir sowohl von Sera als auch von unserer Eigenmarke für euch. Das ist ein Futter, das kann man auch so ab 8 Grad Wassertemperatur gut verwenden, über die Saison verteilt. Kann man auch ein bisschen dazu mischen. Die Spirulina-Farbfutter wirkt sich auch super gut auf die Farbgebung, gerade im Koi-Bereich aus. Oder auch bei Goldfischen kann man das gut nehmen. Bei Goldfischen würde ich immer die kleinere Körnungsgröße nehmen. Das ist dann eine bessere Option. Nun haben wir natürlich noch immer mit dem Mythos zu kämpfen. Teichfische benötigen kein Futter, die würden sich selbst versorgen. In einem gewissen Maß finden die natürlich auch Mikroorganismen, kleine Insektenlarven, Krebstiere, Anflugnahrung, nehmen manche Biotopfische gerne auf bei euch im Teich. Das stimmt, aber euer Teich ist kein freies Gewässer, ist immer kleiner in der Regel, von der Proportion her stärker mit Tieren besetzt, als es in der Natur der Fall wäre. Von daher können die Tiere in den allermeisten Fällen nicht ihren Nahrungsbedarf nur über das, was sozusagen von der Natur abfällt, decken. Ne? Sei denn, ihr habt wirklich einen Riesenteich, der sowas von moderat besetzt ist, dann mag das vielleicht bei manchen Biotopfischarten gehen, aber in der Regel solltet ihr wirklich zufüttern. Man muss immer gucken, dass man das natürlich, wie ich schon sagte, anpasst an die Besatzstärke und die anderen Gegebenheiten bei euch im Gartenteich. Aber ohne Zufütterung wird zum Beispiel ein Koi niemals seine physiologische Größe, die er eigentlich erreichen kann, erreichen. Auch Goldfische werden dann eher kümmern und kleiner bleiben. Dann kann man natürlich sagen, ja toll, dann habe ich einen kleinen Fisch, den ich auch in einen kleinen Teich setzen kann. Aber dann müsst ihr euch halt fragen, ist das wirklich das, was ihr wollt? Man sollte ja das Tier eigentlich artgemäß ernähren. So steht es ja letzten Endes auch im Tierschutzgesetz. Von daher tut euren Tieren den Gefallen und gebt denen die Möglichkeiten, sich auch so zu entfalten, wie es eigentlich richtig ist. Ja, das wollte ich euch jetzt zum Ende des Videos noch mit auf den Weg geben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert uns gern. Schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes aus unserer Aquaristik- oder Teichabteilung sehen möchtet. Bis dann, genießt das Wetter am Teich.